Hast du nichts Besseres zu tun, als deinen Kollegen in den Rücken zu fallen, Sandmann? Ich war fast schon in Bielefeld. Mach lieber mal deinen Job und sorg dafür, dass die Leute da draußen zeitig zu Bett gehen und nicht diesen Mist hier sehen. Was soll das hier eigentlich sein? Hier ist die Kika Late Night Hotline mit eurem smoothen Seelenmasseur und Easy Talker Bernd, das Brot. Easy was? Wir sind Brot. Widerstand ist zwecklos. Ha, ha. Die Kika Late Night Hotline unter 0000000. Könntet ihr so freundlich sein und mir den Kopfhörer richtig rum aufsetzen? Wollte ich mal sagen, das stinkt mir gewaltig, ja? Und zwar, wenn, das ist ja auch, ich weiß ja auch nicht, was die da immer wollen, ja? Dann ja, allein schon, wenn der fährst du ran, dann ist er wieder rot, dann hat's ja die ganze Stadt, das ist ja alles verstopft und du kommst ja nicht, aber das ist mir egal. Ich hab ja schon, ich hab gestern Trine, was die wieder entfernt, das ist mir aber auch egal, weil ich hab ja, wisse, ich hab ja keine, ja, was die immer wollen. Aber naja, gut, ich meine, wissen Sie, da dachte ich mal, ich rufe hier an, aber wissen Sie irgendwas, das kostet? Ich weiß es nicht, weil ich hab das ja vorher nicht verstanden, was die gesagt haben, als es da gesagt hat, von wegen, was das der kostet. Da wollte ich einfach mal fragen, was das eigentlich kostet, aber gut, ist ja egal. Gestern bin ich hier wieder bei Dings gewesen, Kauf hier Dings, ja. Habt ihr gesehen, was die Milch, wissen Sie, was die, dann müssen Sie mal gucken, was die gestern und von heute auf gestern wieder plötzlich hier, was das alles kostet, das ist, da machen Sie sich ja überhaupt keinen. Ich hab, aber na gut, ich sag ja schon lange nicht mehr, weil mir ist das ja auch real, ich muss ja nicht, ja, aber es ist ja unglaublich. Erst gestern bin ich wieder in Auto gefahren, bin ich steht an der Ampel, denk mal bitte, was das alles kostet. Mist. Was? Nix. Was das alles kostet, das ist unglaublich. Ich meine, das ist ja auch, ich meine, man muss sich auch mal vorstellen, dass man in so einer Situation, wissen Sie, in der ich mich, ich meine, es ist ja auch eine Spitze, ich meine, jeder Mensch ist ja irgendwo, obwohl alle anderen ja auch mal, aber das muss man, aber ich meine, was würden Sie an meiner Stelle machen? Knampf? Knampf, genau, habe ich auch gesagt. Sehen Sie, so sieht er nämlich aus. Endlich spricht mal einer unsere Sprache. Nicht mal ansatzweise. Guten Tag. Hört auf, hier anzurufen. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Hallo? Ich hätte gern eine große Pizza Romana für zum nach Hause. Okay. Mit extra Knampf. Nein, aber bitte mit Mozzarella, danke. Da nicht für. Wenn ihr denkt, dass ich euch die ganze Nacht den Laberkasper mache. Habt ihr euch geschnitten? Okay, wie macht ihr das? Egal, ihr kriegt mich nicht klein. Hallo und herzlich willkommen zu Tolle Sachen, der einzigen Werbesendung im Kika. Und hier ist wieder Ihr Moderator, technischer Sachverständiger und alleiniger Testkandidat, Bernd das Brot. Nein! Mach das nie wieder! Und ihr? Ruft nicht an! Rede ich eigentlich chinesisch? Hey, ist der Silvio. Ich hab mal kurz eine Frage. Was ist denn gerade so stylmäßig voll angesagt? Keine Ahnung.
Ich bin ein Brot? Ich hasse dich, Roboter. Die Kika Late Style Hotline mit eurem Pimp Up Your Life Coach Bernd das Brot. Pimp was? Hey, was sind jetzt die neuesten Trends und die coolsten Styles? Ich will nicht unhip sein, wenn ich morgen aus dem Haus gehe. Keine Ahnung. Zieh eine Hose an, wenn du aus dem Haus gehst. Damit liegt man immer richtig. Ach ja, und Gnampf. Gnampf? Ey, cool, das ist der neue Scheiß. Genau. Servus, hier ist nochmal der Sven. Ich hätte doch ein bisschen Gnampf auf meine Pizza Romana. Geht das noch? Sicher. Supi, ciao. Ja, supi. Ich will hier weg. Sehen Sie jetzt, ganz kurz, bis es endlich weg ist. Das fliegende Brot. Yippie! Ein Versuch war's wert. Au. Hallo? Hallo. Guten Abend. Sagen Sie mal, kann man bei Ihnen auch diese schönen Sammlerpüppchen kaufen? Nein. Die Kika Late Puppenstube. Heb ab, call in, such aus, hab lieb. Jetzt wird's aber echt albern. Na, das ist mal ein schönes Sammlerpüppchen. Wie heißt die denn? Gnampf. Ach, guck mal hier, die kleine Gnampf, wie süß. Ach, da nehme ich doch gleich drei davon. Schicken Sie mal die Püppchen bitte gleich nach Hause. Danke. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Ich... Eine von den Puppen reklamieren, die ich gerade gekauft habe. Die ist schon schauderhaft. Oh, das tut uns leid. Die nehmen wir natürlich sofort wieder zurück. Ich bin nicht schauderhaft. Nur etwas kastig mit zu kurzen Armen. Hau ab. Und schalte diese Kitschbeleuchtung aus. Hallo? Hallo, hier ist die Friederike. Ihr wisst gern, wieso meine Zukunft steht. Die Kika Late Astro Hotline. Heb ab, call in, lay back, we know. Mit ihrem Star-Orakel Bernd das Brot. Das ist albern. Ey, sag mal, was sagen jetzt die Karten über meine Zukunft, ey? Dass sie mir ein Autoquartett gegeben haben. 6 Zylinder sticht. Aber ich kann sagen, dass es bei dir in nächster Zukunft zu erheblichen finanziellen Einbußen kommen wird, wenn du weiterhin diese sauteure Hotline anrufst. Okay, und was sagen die Sterne? Die Sterne? Nun, wenn sie nicht nur unbelebte Gasriesen wären, die Millionen von Lichtjahren weit weg sind, würden sie sagen, Knampf. Ey, Knampf, oder was? Ey, krass, super, klasse, ey, da kann ich mich voll drauf einstellen. Ey, danke, liebes Orakel. Bitte, hoffnungslos verwirrte Anruferin. Und ihr da draußen, hört endlich auf, hier anzurufen. Die hören sonst nie auf. Es ist spät. Geht ins Bett. Ruft nicht an. Es ist ja nicht so, dass ihr hier was gewinnen könnt oder so. Die Kika Late Quiz Hotline mit unserer hübschen Quizmasterin of Charms, Bikini Bernadette. Kika Quiz Hotline, heb ab, call in, lay back, let's win. Warum kann ich meine große Klappe nicht halten? Der Bikini macht mich etwas kastig um die Hüften. Hallo, Servus, hier ist der Jens. Ich weiß, die Lösung ist,
Lösung ist... Da du um einen Euro zu gewinnen eine Hotline angerufen hast, die pro Minute das Hundertfache kostet, gebe ich dir einen kleinen Tipp. Stell dir das Alphabet vor und streiche alle Buchstaben. Außer dem O. Okay, so Wort, das ist... Und? Die Lösung ist... alle Buchstaben außer dem Telefonjoker. Damit das Leid endlich ein Ende hat, gebe ich dir noch einen kleinen Tipp. Das ist das O. O, 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 O. Das Wort lautet nämlich Brot. Und da fehlt das O. Zwischen dem B, R und dem T fehlt nämlich das O. O, 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 O. Brot. Na? Jens, welcher Buchstabe fehlt hier in dem Wort Brot? Ü. Eine andere Frage, Jens. Bist du vielleicht dumm? Habe ich bei der Frage einen Telefonjoker? Ich halt's nicht aus. Okay, ihr wollt Call-In? Könnt ihr haben. So, ich rufe jetzt ganz oft hier an für nur 1000 Euro pro Minute. Na, was sagt ihr jetzt? Oh, hallo! Ja, Sie müssen der Gerichtsvollzieher sein, nicht wahr? Der die massive Telefonrechnung des Senders eintreiben will und deshalb hier alles pfändet. Ja, ja. Ja. Tun Sie sich keinen Zwang an. Ja, sehr gut. Ich bitte darum. Moment! Fehlt da nicht noch was? Genau! Tschüss! Hast du nichts Besseres zu tun, als deinen Kollegen in den Rücken zu fallen, Sandmann? Ich war fast schon in Bielefeld. Mach lieber mal deinen Job und sorg dafür, dass die Leute da draußen zeitig zu Bett gehen und nicht diesen Mist hier sehen. Was soll das hier eigentlich sein? Hier ist die Kika Late Night Hotline mit eurem smoothen Seelenmasseur und Easy Talker Bernd, das Brot. Easy was? Wir sind Brot. Widerstand ist zwecklos. Ha, ha. Die Kika Late Night Hotline unter 0000000. Könntet ihr so freundlich sein und mir den Kopfhörer richtig rum aufsetzen? Guten Tag, Horst Konopke, dein Name, ja? Eins wollte ich mal sagen, das stinkt mir gewaltig, ja? Und zwar, wenn
Das ist ja auch, ich weiß ja auch nie, was die da immer wollen, ja? Dann, allein schon, wenn der fährst ran, dann ist sie wieder rot, dann hat sie ja die ganze Stadt, das ist ja alles verstopft und du kommst ja nicht, aber das ist mir egal. Ich hab ja schon, ich hab gestern, sag ich, Trine, sag ich, ja, was die wieder entfernt, das ist mir aber auch egal, weil ich hab ja, wisse, ich hab ja keine, ja, was die immer wollen. Aber naja, gut, ich meine, wissen Sie, da dachte ich mal, ich rufe hier an, aber wissen Sie irgendwas, das kostet? Ich weiß es nicht, weil ich hab es ja vorher nicht verstanden, was die gesagt haben, als es da gesagt hat, von wegen, was das kostet. Da wollte ich einfach mal fragen, was das eigentlich kostet, aber gut, ist ja egal. Gestern bin ich hier wieder bei Dings gewesen, Kauf hier links, ja, hab ich gesehen, was die Milch, wissen Sie, was die, da müssen Sie mal gucken, was die gestern und von heute auf gestern wieder plötzlich hier, was das alles kostet, das ist, da machen Sie sich ja überhaupt keinen, ich hab, aber na gut, ich sag ja schon lange nicht mehr, weil mir ist das ja auch real, ich muss ja nicht, ja, aber es ist ja unglaublich, erst gestern bin ich wieder in Auto gefahren, bin ich steig an der Ampel, denk mal, bitte, was das alles kostet? Mist. Was? Nix. Was das alles kostet, das ist unglaublich. Ich meine, das ist ja auch, ich meine, man muss sich auch mal vorstellen, dass man in so einer Situation, wissen Sie, in der ich mich, ich meine, es ist ja auch eine Spitze, ich meine, jeder Mensch ist ja irgendwo, obwohl alle anderen ja auch mal, aber das muss man, aber ich meine, was würden Sie an meiner Stelle machen? Knampf? Knampf, genau, habe ich auch gesagt. Sehen Sie, so sieht er nämlich aus. Endlich spricht mal einer unsere Sprache. Nicht mal ansatzweise. Guten Tag. Hört auf, hier anzurufen. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Hallo? Ich hätte gern eine große Pizza Romana für zum nach Hause. Okay. Mit extra Knampf. Nein, aber bitte mit Mozzarella, danke. Da nicht für. Wenn ihr denkt, dass ich euch die ganze Nacht den Laberkasper mache. Habt ihr euch geschnitten? Okay, wie macht ihr das? Egal, ihr kriegt mich nicht klein. Hallo und herzlich willkommen zu Tolle Sachen, der einzigen Werbesendung im Kika. Und hier ist wieder Ihr Moderator, technischer Sachverständiger und alleiniger Testkandidat Bernd das Boot. Nein! Mach das nie wieder! Und ihr? Ruft nicht an! Rede ich eigentlich Chinesisch? Hey, hier ist der Silvio. Ich hab mal kurz eine Frage. Was ist denn gerade so stylmäßig voll angesagt? Keine Ahnung. Ich bin ein Brot. Ich hasse dich, Roboterarm. Die Kika Late Style Hotline mit eurem Pimp Up Your Life Coach Bernd das Brot. Pimp was? Hey, was sind jetzt die neuesten Trends und die coolsten Styles? Ich will nicht unhip sein, wenn ich morgen aus dem Haus gehe. Keine Ahnung. Zieh eine Hose an, wenn du aus dem Haus gehst. Damit liegt man immer richtig. Ach ja, und Gnampf. Gnampf? Ey, cool, das ist der neue Scheiß. Genau. Servus, hier ist nochmal der Sven. Hier geht doch ein bisschen Knampf auf meine Pizza Romana. Geht das noch? Sicher. Supi, ciao. Ja, supi. Ich will hier weg. Sehen Sie jetzt, ganz kurz, bis es endlich weg ist. Das fliegende Brot. Yippie! Ein Versuch war's wert. Au. Hallo? Hallo. Guten Abend. Sagen Sie mal, kann man bei Ihnen auch diese schönen Sammlerpüppchen kaufen? Nein. Die Kika Late Puppenstube. Heb ab, call in, such aus, hab lieb. Jetzt wird's aber echt albern. Na, das waren schöne Sammlerpüppchen. Wie heißt die denn? Knampf. Ach, guck mal hier, die kleine Knampf, wie süß. Ach, da nehme ich doch gleich drei davon. Schicken Sie mal die Püppchen bitte gleich nach Hause. Danke.
Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich... Hallo, hier ist die Kika Late Puppenstube. Hallo, ich würde gerne eine von den Puppen reklamieren, die ich gerade gekauft habe. Die ist schon schauderhaft. Oh, das tut uns leid. Die nehmen wir natürlich sofort wieder zurück. Ich bin nicht schauderhaft. Nur etwas kastig mit zu kurzen Armen. Hau ab. Und schalte diese Kitschbeleuchtung aus. Hallo? Hallo, hier ist die Frederike. Ihr wisst gern, wieso meine Zukunft steht. Die Kika Late Astro Hotline. Heb ab, call in, lay back, we know. Mit ihrem Star-Orakel Bernd das Brot. Das ist albern. Ey, sag mal, was sagen jetzt die Karten über meine Zukunft, ey? Dass sie mir ein Autoquartett gegeben haben. 6 Zylinder sticht. Aber ich kann sagen, dass es bei dir in nächster Zukunft zu erheblichen finanziellen Einbußen kommen wird, wenn du weiterhin diese sauteure Hotline anrufst. Okay, und was sagen die Sterne? Die Sterne? Nun, wenn sie nicht nur unbelebte Gasriesen wären, die Millionen von Lichtjahren weit weg sind, würden sie sagen, Knampf. Ey, Knampf, oder was? Ey, krass, super, klasse, ey, da kann ich mich voll drauf einstellen. Ey, danke, liebes Orakel. Bitte, hoffnungslos verwirrte Anruferin. Und ihr da draußen, hört endlich auf, hier anzurufen. Die hören sonst nie auf. Es ist spät. Geht ins Bett. Ruft nicht an. Es ist ja nicht so, dass ihr hier was gewinnen könnt oder so. Die Kika Late Quiz Hotline mit unserer hübschen Quizmasterin of Charms, Bikini Bernadette. Kika Quiz Hotline, heb ab, call in, lay back, let's win. Warum kann ich meine große Klappe nicht halten? Der Bikini macht mich etwas kastig um die Hüften. Hallo, Servus, hier ist der Jens. Da du um 1 Euro zu gewinnen eine Hotline angerufen hast, die pro Minute das 100-fache kostet, gebe ich dir einen kleinen Tipp. Stell dir das Alphabet vor und streiche alle Buchstaben. Außer dem O. Okay, so wird es sich. Und? Die Lösung ist, alle Buchstaben außer dem Telefonjoker. Damit das Leid endlich ein Ende hat, gebe ich dir noch einen kleinen Tipp. Das ist das O. O, 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 O. Das Wort lautet nämlich Brot. Und da fehlt das O. Zwischen dem B, R und dem T fehlt nämlich das O. O, 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 O. Brot. Na? Jens, welcher Buchstabe fehlt hier in dem Wort Brot? Eine andere Frage, Jens. Bist du vielleicht dumm? Habe ich bei der Frage einen Telefonjoker? Ich halt's nicht aus. Okay, ihr wollt Call-In? Könnt ihr haben.
So, ich rufe jetzt ganz oft hier an für nur 1000 Euro pro Minute. Na, was sagt ihr jetzt? Oh, hallo! Ja, Sie müssen der Gerichtsvollzieher sein, nicht wahr? Der die massive Telefonrechnung des Senders eintreiben will und deshalb hier alles pfändet. Ja, ja. Ja. Tun Sie sich keinen Zwang an. Ja, sehr gut. Ich bitte darum. Moment! Fehlt da nicht noch was? Genau! Tschüss!
Hui!